Ja, dann lasst uns mal beginnen. Liebe Pressevertreter, wir begrüßen euch herzlich hier zu unserer Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel in der Regionalliga Nord zwischen dem 1. FC Phoenix Lübeck und dem BSV Kickers Emden. Das Endergebnis 1:2, der Halbzeitstand 1:0. Zuschauer der heutigen Begegnung 236. Mit mir hier vorne zu meiner Rechten Stefan Emmerling, der Trainer der Kickers Emden, und zu meiner Linken Oliver Zabel, der Trainer des 1. FC Phoenix Lübeck. Das erste Wort gebührt natürlich unserem Gast, Stefan, bitte. Ja, hallo erstmal an alle. Ja, es war ein verrücktes Spiel. Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, war es schon so, dass wir nach gutem Beginn immer weiterhin reingedrückt wurden und ja, dann auch die eine oder andere Phase überstehen mussten, hatten da auch doch das eine oder andere Mal Glück, oder wir haben es gut verteidigt auf der Linie, oder unser Torwart hat die Chance zunichte gemacht, im Pfosten war auch mit dabei. Also von daher haben wir gedacht, wir gehen mit 0-0 in die Halbzeit und haben dann zum recht ungünstigen Zeitpunkt dann das 1-0 bekommen, abgefälschter Schuss. Haben uns insgesamt zu tief fallen lassen. Dadurch ist natürlich immer mehr Druck entstanden. Und klar, Phoenix hat natürlich auch Spieler, die dann bei den Flanken, bei den Einwürfen auch eine gewisse Qualität haben in der Box. Und dass du nicht alles wegverteidigen kannst, ist auch klar. Haben relativ früh auch schon diesmal gewechselt, weil ich mit dem einen oder anderen Spieler da auch nicht so zufrieden war. Macht man auch nicht so gerne, aber es hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass wir in der zweiten Halbzeit dann auch mit diesen neuen Spielern die Wende geschafft haben durch Benjamin Friesen, durch eine gute Aktion über die rechte Seite zum Ausgleich gekommen. Zuvor war Alan Cicciabi schon recht nah dran, wo der Keeper von Phoenix das Ding fallen lässt und der Nachschuss dann doch gut gehalten wurde. Und haben dann noch durch den gezogenen Elfmeter von Heiko Fisser tatsächlich noch das Spiel gedreht und sind natürlich sehr happy. Und Uli hat es ja im Vorfeld gesagt, bisher hat es noch keiner geschafft, hier ein Spiel auf Kunstrasen zu gewinnen. Und deswegen können wir da schon ein bisschen stolz sein, auch wenn wir sagen müssen, in der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Glück. Und deswegen, es ist gut in unserer Situation auf dem Tabellenplatz, dann natürlich für die Moral. 4 Stunden Heimfahrt, schwierige Saison, relativ viel Unruhe, und trotzdem kann man der Mannschaft es niemals und in keinem Spiel vorwerfen, dass sie sich hängen lässt. Und gerade jetzt auch in der zweiten Halbserie machen wir doch das eine oder andere gute Spiel, sind auf Augenhöhe mit den Mannschaften und haben daraus gelernt. Von daher, Olli und deiner Mannschaft, ja, du wirst nicht so zufrieden sein, logischerweise, aber für nächstes Spiel alles Gute und für die restlichen Saison noch ein paar gewonnene Spiele. Danke. Vielen Dank, Stefan. Olli, bitte. Danke, Herr Marc. Glückwunsch an euch. In so einer Situation dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal zurückzukommen und dann sogar hier alle 3 Punkte mitzunehmen, das verdient wirklich unseren Glückwunsch. Wir haben sicherlich eine Halbzeit gespielt, wo wir sagen können, in der ersten Halbzeit, ja, standesgemäß, mit Ausnahme des Ergebnisses. Aber ich war schon gar nicht zufrieden. Das war schon überhaupt gar nicht das, was ich von meiner Mannschaft jetzt erwartet hatte. Wir haben diese Chancen zwar gehabt, und es kann sicherlich dann auch 2-3-0 zur Halbzeit stehen, aber wie wir dann uns verkauft haben in der zweiten Halbzeit, das begann eigentlich schon damit, dass wir viel zu spät auf dem Platz wieder erscheinen. 2 Spieler haben da gewartet und man hatte so den Eindruck, jetzt schalten wir in diesen ganz entspannten Arroganzmodus, und das sind wir nicht. Und genau davor hatte ich ja nun auch ausreichend gewarnt. Aber es ist dann einfach so, dass dann dieser Mannschaft offenbar dann diese ganzen Warnsignale vorbeigehen. Und das Schlimme ist, dass es nicht mal die erfahrenen Spieler hinkriegen, sich selbst auf den Platz zu kriegen, sondern dass auch die sich dann in einer Form hier präsentieren,
die sehr fragwürdig ist. Und wenn die erfahrenen Spieler nicht in der Lage sind, ihre Leistung gerade in solchen Phasen zu präsentieren, dann fehlt natürlich auch irgendwo so ein bisschen der Halt für die ganzen anderen Spieler. Symptomatisch war dann natürlich die Situation unmittelbar nach der Einwechslung, die dann mit dem ersten Körperkontakt zum spielentscheidenden Elfmeter geführt hat. Das sind natürlich Vorkommnisse, die spielen sich normalerweise bei einer Mannschaft ab, die im Tabellenkeller steht, aber nicht bei einer Mannschaft, die heute die Chance gehabt hätte, einen riesigen Schritt in der Tabelle nach vorne zu gehen. Und von daher fehlen mir ob der gesamten Präsentation, nicht nur der sportlichen, sondern insgesamt, wie wir uns hier in der zweiten Halbzeit dargestellt haben, fehlen mir ehrlich gesagt komplett die Worte. Ich habe versucht, jetzt eben auch nur eine Viertelstunde zu sammeln. Es fällt mir total schwer, überhaupt da auch einen Hebel zu finden, weil wir hatten ja in der zweiten Halbzeit, inklusive der Einwechslung, hatten wir komplette Totalausfälle auf der Anlage. Und da fällt es mir ehrlich gesagt total schwer, jetzt den Glauben wieder zu finden, dass wir in Jeddelo ein ganz anderes Gesicht zeigen und mal eben kurz dahin fahren und sagen, da holen wir uns jetzt diese Punkte wieder. Diese Punkte gibt uns kein Mensch wieder. Wir haben darauf hingearbeitet, in diese Situation zu kommen, haben drei wirklich tolle Spiele hinter uns und stoßen uns das dann hier mit 20, 30 Minuten in der zweiten Halbzeit mit dem eigenen Hintern wieder um. Und das ist komplett, komplett wahnsinnig und inakzeptabel. Und da muss sicherlich der ein oder andere Spieler sich jetzt auch mal fragen, wo die Reise mit ihm hingehen soll. Wir befinden uns gerade in Sondierungsgesprächen, wollen natürlich uns jetzt auch genaues Bild von den Spielern machen, ob man sich auf sie auch in Zukunft verlassen kann, wenn man tatsächlich dann mal höhere Ziele anstrebt. Ich weiß nicht, wie diese mehr in den Medien erscheint, dass wir hier die dritte Liga anstreben. Das ist ein Fernziel. Ja? Das Nahziel ist erstmal, dass wir eine Fußballmannschaft auf den Platz kriegen, die eben keine Ausschläge mehr dieser Art nach oben und nach unten hat, sondern eine gewisse Konstanz da drin hat. Und davon reden wir die ganze Zeit. Das jetzt als Anlauf in Richtung dritte Liga zu bewerten, ist der völlig falsche Weg. Und offenbar brauchen wir dann heute auch nochmal für alle, die das noch nicht verstanden haben, dieses klare Signal, dass wir da ganz weit von entfernt sind. Und wenn es irgendwas Gutes gibt, dann war das vielleicht heute das Zeichen. Vielen Dank, Olli. Gibt es Fragen der versammelten Presse? Oh, seid ihr noch? Das ist nun offenbar nicht der Fall. Dann bedanken wir uns für euer Interesse, wünschen auch euch einen schönen Sonntagabend, einen guten Heimweg und bis zum nächsten Mal.